Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video auf unserem Kanal. Ja Leute, heute gibt es mal endlich wieder ein neues Video von mir. Ich weiß, ich habe jetzt circa eine Woche oder zwei Wochen nichts hochgeladen. Ja, woran lag das? Ich habe meine ZPs geschrieben in der Schule und musste da deswegen ein bisschen lernen, aber ja, soll ich machen, ne? Naja Freunde, auf jeden Fall gibt es heute ein Latest Pickups Video von mir. Ich weiß, auf unserem Kanal kommen viele Latest Pickups, aber was willst du machen? Und ja, meins ist glaube ich jetzt auch wieder ein Monat oder sowas her, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ja, es haben sich nämlich wieder einige Sachen hier angesammelt, ein paar Brands haben mir auch was freundlicherweise zugesendet und ja, deswegen möchte ich jetzt nicht groß drum herum reden und zeige euch einfach mal direkt das erste Piece. Also das erste Piece stammt auf jeden Fall von der Marke Marcoin Nori. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich bin auch kein Franzose oder sowas, aber für mich klingt es ein bisschen französisch. Ja, das ist auf jeden Fall eine Brand aus Berlin, die haben mich angeschrieben, haben gefragt, ob sie mir vielleicht was zukommen lassen können. Und ich habe mir dann natürlich mal die Internetseite angeguckt. Mir hat das auf jeden Fall alles sehr gut gefallen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Internetseite, also beziehungsweise den Shop unten in der Beschreibung. Sieht meiner Meinung nach wirklich ganz cool aus, der Design und sowas. Und die haben auch wirklich freshe Pieces. Und ja, war auf jeden Fall so verpackt. Also es kam nicht so an, sondern noch in einer Extra-Box. War so verpackt. Und da drin befand sich dann das Piece nochmal so, mit so einem Seidenbeutel oder sowas, wie man das nennt. Und wir haben hier noch ein paar Sticker. Ich ziehe mal auf. Genau, Freunde, waren noch zwei von solchen Stickern dabei. Aber ja, auf jeden Fall haben sie mir eine Cap zugeschickt, und zwar die hier. Das ist eine sehr schlichte Cap, wo halt einfach vorne in roter gestickter Schrift Marcoin Nori und Red Collection draufsteht, weil das alles ist halt die Red Collection. Wenn ihr euch die ganzen Pieces einfach mal anguckt, wie gesagt, ist unten verlinkt, werdet ihr sehen, dass da viele Sachen sind, halt einfach mit roter Schrift. Und ja, allgemein, mir stehen Caps zwar leider nicht so gut, aber mir hat sie wirklich vom Design her wirklich sehr gut gefallen. Kann man auch wirklich eher einfach kombinieren. Und ja, hinten haben wir dann nochmal einmal die Initialien. Einfach das M und das N für Marcoin Nori. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber ja, leider Gottes stehen mir keine Caps. Deswegen brauche ich die eigentlich gar nicht groß anziehen. Ja, wird irgendwie so, die ist jetzt gerade sowieso ein bisschen zu groß, aber schnell wieder ausziehen. Sie wollten mir jetzt aber erstmal als Anfangspiece eine Cap senden, weil wenn die mir jetzt direkt einen Sweater zukommen lassen würde und so, das wäre ja am Anfang ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall vielen Dank an die Jungs von Marcoin Nori für die Cap. Sie gefällt mir wirklich sehr gut. Ich weiß, also leider stehen mir Caps zwar nicht so gut, aber ja. Genau, Instagram und Shop ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinkt. So Leute, kommen wir dann zu einem Piece, was sehr, 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 sehr umstritten war auf meinem Instagram-Account. Und zwar habe ich nämlich eine Story davon gemacht. Und zwar haben wir hier einmal die Easy V2 Butter. Ich glaube, sie heißt Butter. Ja, viele haben mich gefragt, hey, woher hast du die? Hast du die zugeschickt bekommen und sowas? Ja, ich habe sie zugeschickt bekommen, allerdings von irgendeiner Random-Seite. Ich weiß nicht genau, wie die jetzt noch heißt. Auf jeden Fall, die Seite, von der ich die Schuhe habe, ist unten verlinkt. Plus noch ein Gutscheincode. Die haben mir einen Gutscheincode gegeben. Ja, ist auf jeden Fall alles unten in der Beschreibung. Kommen wir aber erstmal zum Karton. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall eine Replikaseite. Aber der Karton sieht an sich sehr gut aus. Also wir haben da jetzt irgendwie keine Dellen oder sowas drin. Zuvor, Freunde, bevor ich das jetzt vergesse zu sagen, ich bin auf jeden Fall keiner, der Fakes unterstützt. Ich weiß, ich habe jetzt hier sozusagen ein Fake-Produkt oder Replika-Produkt. Allerdings habe ich gedacht, da der Schuh noch nicht draußen ist, habe ich sozusagen die Möglichkeit, euch zu zeigen, wie der Schuh ungefähr aussehen wird oder aussehen wird. Ich denke mal, da wird jetzt keine Ahnung. Ne, ich denke mal, da wird jetzt nicht ganz anders aussehen als das Original. Und ja, deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch jetzt einfach den Schuh. Ist zwar ein Replika, allerdings könnt ihr dann sozusagen von den Farben her und sowas einfach schon mal sehen, wie der in ungefähr aussehen wird. Das war kein Deutsch. Naja, Freunde, auf jeden Fall ist hier der Schuh. Ich habe den jetzt auch schon des Öfteren getragen. Zwar jetzt nicht so in der Freizeit, beziehungsweise jetzt nicht in der Schule oder so, aber wenn ich zum Beispiel mal kurz rausgehe oder kurz zum Sport gehe oder irgendwie sowas. Ist natürlich bequem, muss man, denke ich mal, nicht sagen. Ist auch eigentlich wie ein normaler V2er, halt nur die eintönige Farbe. An sich gefällt mir der Butter wirklich sehr gut. Ich weiß, Freunde, es ist ein Replika, aber willst du machen. Aber an sich finde ich diesen einfarbigen V2er-Look viel besser als den immer mit den Stripes, weil bei jedem V2er ist bisher immer so ein Stripe und der gefällt mir eigentlich immer nicht so gut. Ich finde eintönige Farben eigentlich immer sehr cool. Und ja, was aber direkt aufgefallen ist, das hat mir auch schon der liebe Rafa geschrieben, Freunde. Genau, und zwar war ich mit dem Fahrrad unterwegs und dann ist der Schnürsenkel ins Rad gegangen und ja, hat direkt reingehauen. Ja, ich denke mal, man sieht direkt qualitativ, dass es kein echter Yeezy sein kann.
Aber nochmal so, Freunde, ich unterstütze keine Fakes. Ich trage die jetzt auch so nicht in der Öffentlichkeit. Wie gesagt, nur wenn ich mal eben zum Sport gehe oder eben mal kurz rausgehe. Ich habe mir einfach nur gedacht, ich kann euch einfach den Schuh sozusagen zeigen, wie der ungefähr aussehen wird. Deswegen habe ich mir den halt zuschicken lassen. Musste auch noch Verzoll zahlen. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich verlinke euch einfach mal unten die Seite. Ihr müsst euch da auf jeden Fall nichts kaufen, weil, wie gesagt, ich unterstütze Replikas nicht. Aber, ja, ist auch ein Gutscheincode, aber ich würde... Also von mir aus, ich würde mir da nichts kaufen. Einfach aus dem Grund, weil es halt wie gesagt Replika-Sachen sind und man nochmal Fettzoll zahlen muss. Deswegen, Freunde, ne, wisst Bescheid. So, Freunde, als nächstes Piece oder die nächsten Pieces sind auf jeden Fall von Snox. Ich habe nämlich auf der Hypercon den Johannes kennengelernt von Snox. Ich weiß nicht, was er genau ist, irgendwie Geschäftsführer, was auch immer. Auf jeden Fall sehr korrekte Boys da alle, sehr korrektes Team. Und die haben mir einige Socken zukommen lassen. Wir haben hier halt einmal ganz normale Sneaker-Socken, so dass man halt die Socken sozusagen nicht sieht. Davon irgendwie 4, 6 Paare in Weiß, dann auch nochmal in Schwarz. Ich bin auf jeden Fall jetzt vorgewappnet. Und dann haben sie mir nochmal hier so lange Socken zukommen lassen. Einmal 2 in Weiß und einmal 2 in Schwarz. Socken an sich gefallen mir wirklich mega gut, haben auch eine gute Qualität. Klar, man kann jetzt über Socken nicht irgendwie groß sagen, dass die eine gute Qualität haben. Aber ist jetzt irgendwie nichts dran auszusetzen. Vom Design her gefallen mir die auch ganz gut. Hier einfach schlicht Snox stehen und dann 2 Streifen. Sieht cool aus. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall tagtäglich tragen. Ich meine, genug habe ich ja jetzt. Und ich kann euch die wirklich auch nur empfehlen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die kosten. Ich packe euch einfach mal einen Amazon-Link und den allgemeinen Snox-Shop unten in die Beschreibung. Plus Instagram, alles drum und dran. Aber ja, ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, euch da was zu bestellen, weil die haben auch Schuhcleaner, die haben Unterhosen, die haben wirklich alles. Und an sich, die Leute da sind mega nett. Ihr könnt auch gerne den Johannes auf Instagram schreiben, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Der schreibt euch immer zurück. Und ja, genau, das auf jeden Fall zu Snox. Snox ganz oben in der Beschreibung verlinkt, müsst ihr auf jeden Fall auschecken. Ich empfehle euch nur diese Socken, die sind wirklich einfach Baba. Kommen wir auch schon direkt zum nächsten Piece, und zwar wäre das Piece einmal von der Marke DSRCV. Ich weiß es leider nicht genau, die genaue Bedeutung, nur die Abkürzung. Auf jeden Fall sind das diese Hosen, die immer Ariel Petro und sowas tragen. Ich zeige euch die einfach mal. Ich habe mir die bestellt und sie kam ungefähr in einer Woche oder sowas an. Ich hatte euch auch auf Instagram gefragt, wie lange sowas dauert und sowas. Und da ist auf jeden Fall, ja, ich zeige euch jetzt einmal mal die Hose, die sieht so aus. Wir haben halt einfach eine kurze Hose mit so, ja, wie nennt man das, keine Ahnung, unten halt so Streifen und halt am auffälligsten sind in der Mitte die 2 Bändels bzw. Kordeln oder Strings oder was auch immer. Auf jeden Fall halt, dass die so lang sind. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich weiß, da sind die Meinungen ein bisschen gespalten, manche finden es ein bisschen scheiße, ich finde es aber wirklich sehr cool, nicht scheiße, finde es uncool, sorry Freunde. Zur Qualität der Hose, ich kann mir da wirklich jetzt nicht so ein Bild von machen, weil ich jetzt nicht so viel kurze Hosen tragen. Allerdings muss ich sagen, ich finde die Qualität jetzt nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Deswegen, ja, für den Preis auf jeden Fall macht man da meiner Meinung nach nichts falsch, weil die hat jetzt, glaube ich, 40 Euro gekostet. Und dann gibt es noch einen Ariel Petro Discount Code, den könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch gönnen. Da war ich irgendwie, wie gesagt, bei 40 Euro. Und ja, ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal an, habe bisher nichts dran auszusetzen, sieht meiner Meinung nach cool aus. Und ja, das auf jeden Fall zur Hose, Shop von DS irgendwas, ist auf jeden Fall auch unten verlinkt, könnt ihr gerne mal abchecken. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch da was kauft, guckt einfach mal bei Ariel Petro bei Instagram, der hat da ein paar Discount-Codes. Und ja, so Freunde, kommen wir dann auch schon zum letzten Piece, und zwar ist das einmal von ACW, das ist also die Abkürzung für A Cold Wall. Und zwar habe ich mir, beziehungsweise hat mir der liebe Michael, Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, einmal dieses T-Shirt hier gekauft, noch nachträglich zum Geburtstag. Und ja, ihr seht es hier, wir haben hier einmal ACW stehen und das auch einmal noch am Ärmel. Und hier sind ganz viele kleine Farbkleckser drauf. Shirt an sich gefällt mir wirklich mega gut. Ich finde irgendwie dieses schlichte, aber auch auffällige mit diesen Farbspritzern wirklich sehr cool. Auch dass es so bunte Farbkleckser sind, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich glaube sogar, die sind auf jeden Fall auch echt. Also die wurden jetzt nicht irgendwie draufgedruckt oder so, sondern sind wirklich echte Farbplexer. Und ja, wie gesagt, Shirt gefällt mir mega gut. Ich glaube, Retail kostet 180. Allerdings war das im Sale für 120 oder sowas. Aber wie gesagt, ich habe es auf jeden Fall geschenkt bekommen. Nochmal Grüße gehen raus an dich. Und ja, hier innen steht auch nochmal Tag, A Cold War. Ist jetzt eine Größe XL, fittet aber eher wie eine L oder M sogar fast. Ich würde eher sagen L. Und ja, T-Shirt, wie gesagt, gefällt mir mega gut.
Hier unten war theoretisch noch so eine Art Etikett oder sowas, halt, keine Ahnung, was das war irgend so ein Zettel. Habe ich aber auch den Verkäufer gefragt, der hat gesagt, kannst du eigentlich easy abschneiden, ist eigentlich kein Problem. Deswegen habe ich es abgeschnitten. Ist jetzt sogar mit einem meiner Lieblings-T-Shirts geworden, ich weiß auch nicht warum, ich feiere das halt einfach Todes. Und ja, das T-Shirt ist auf jeden Fall von Atelier. Wer Atelier nicht kennt, das ist wirklich ein sehr geiler Laden in Köln. Kann ich euch wirklich auch nur empfehlen. Gibt es viele geile Sachen, zwar ein bisschen höheren Preissegment. Ich kann mir da eigentlich auch nichts leisten, aber es ist immer cool, die Sachen zu sehen und anzusehen. Und die Verkäufer da sind auf jeden Fall auch mega nett. Genau, Freunde, das soll es dann auch soweit mit diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da oder schreibt gerne in die Kommentare, welches von den Sachen euch am besten gefallen hat. Nur mal zu den Yeezys, Freunde, wie gesagt, ich ziehe keine Replikaschuhe an, deswegen trage ich die wirklich nur sehr selten. Und habe sie mir jetzt einfach gekauft, um die euch zu zeigen und werde die jetzt nicht irgendwie noch groß gebrauchen. Und ja, alle Sachen sind auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinkt, sobald ich sie finde. Falls nicht, tut es mir auf jeden Fall leid. Aber ich denke mal, ich werde da die ganzen Pieces finden. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntagabend. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal und ciao.